Eierdiebe. Wir werden versuchen, uns nach dem letzten Bärendebakel dann doch der pelzigen Genossen zu versichern und werden zu diesem Zweck ins Redwood-Biom fliegen. Mit dabei sind wieder Mark. Hallo. Und Azrak. Hi. So. Am sinnvollsten fliegen wir dahin, wo wir stehen, die Plattform haben, oder? Richtig. Ich denke auch, das ist ein guter Anlaufpunkt. Wir sollten vielleicht noch am Rande erwähnen, dass wir so mit einem Auge, mit so einem halben Auge noch auf so einen speziellen Vogel schielen wollen. Ja, also wir nach dem letzten Update sind ja zwei neue Vögel reingekommen. Der Archaeopteryx, der als Gleitschirm, als Fallschirm dient und der mit Chitin gefüttert werden will beim Zähmen. Und der Tapirara, der sehr schwer zu betäuben ist, weil er ein exzellentes Ausweichmanöver fliegen kann und der konventionell mit normalem Fleisch gezähmt werden kann, beziehungsweise letzterer sogar mit Allosaurus-Kibbel. Müssen wir gucken, ob wir unsere Allosaurier dazu kriegen. Sind das überhaupt welche? Eier zu legen. Oh, ich glaube nicht. Ich meine mich auch nicht. Ich habe eh nur einen. Mhm. Ich wollte gerade sagen, die Frage übrigens dich, weil nur einer da ist. Na dann. Dann brauchen wir vielleicht auch noch ein paar Allosaurier. Hm. Ja, wollen wir mal welche sehen, ne? Ja. Gerne. Mhm. Wenn da einer rumfliegt, ja. Wenn der rumfliegt, würde ich mir Gedanken machen. Ja, ich auch. Hm. Und die Möwe werden wir sehen, also beziehungsweise den Albatros. Und, haben wir den nicht schon gesehen? Nein. Hm. Der ist auf The Center üblicherweise hier in dem Areal zu finden. Mal gucken, ob wir einen sehen. Wir hätten den schon mal gesehen. Dicke, fette Ente. Hm. Den haben wir auch gesehen. Bei dem ist zu beachten, dass der mit Fischfleisch gefüttert werden will. Was ihm Probleme macht einer. Auf... Was? Ja. Unter uns ist einer. Was ihm auf der Primitiv Plus Total Conversion ziemliche Probleme macht, weil er da... ist der Fisch nicht derselbe wie hier im normalen Spiel. Und da lässt er sich nicht zähmen. Mit dem Zeug, was da als Fisch verkauft wird. Ja, hier sind zwei Stück. Ja, majestätisch drei Stück. Also geben tut es sie. So, die Frage ist, wo ist unser Baum? Ich glaube, der war hier hinten. Ja, ziemlich links. Der letzte Baum links, glaube ich. Ja. So. Okay, Fledermaus. Ist ja schon wieder Streit, ne? Nein, die hat Streit gesucht. Naja. Ich hab euch nicht mehr so auf dem Schirm. Ich wäre jetzt. Ihr habt nicht auf den Kleinen gewartet. Ich muss kurz zwischenlanden. Mhm. Zwischenlanden? Mit dem Quetzal? Wundert mich jetzt auch. Zwischengelandet hab ich. Ja, der ist ja auch noch ein kleiner, den ich habe. Ja, ja, du musst nur anhalten und quasi aufstehen vom Sitz. Das kannst du in der Luft tun. Okay, ja. Du musst nicht landen. Ich traue da meistens meinem Geschick nicht so sehr. Was aufstehen? Ist erstmal ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Vor allen Dingen in großer Höhe, da kriegt man schon so ein bisschen, wenn ich jetzt doch falle, aber du fällst nicht. Okay. Du kannst auf dem Vieh sogar in gewissen Grenzen rumlaufen. Wie ich das jetzt hier gerade meinen Zuschauern demonstriere.
Man konnte früher tatsächlich auch auf fremden Quetzals, also auf Wilden, herumlaufen. Was dann am Anfang das Zähmen sehr vereinfachte. Man sprang einfach auf den Rücken und hat den quasi ins Genick geschossen mit der Betäubungswaffe und ist dann mit dem Fallschirm abgesprungen, wenn er dann bewusstlos war. Das haben sie aber ganz schnell rausgepatcht. Das heißt, auf den Wilden kann man nicht einfach so aufspringen. Da glitscht man runter. Also vom Teufelskopf rüber auf die südliche Kante, da sind zwei Felsen und auf dem einen throne ich. Oder beziehungsweise an dem einen halte ich mich auf. Seh dich. Ich komme unter dir lang geflogen. Durch den Torbogen durch. Dann siehst du nicht mich. Wenn du am Torbogen schon bist, dann siehst du wahrscheinlich Mark. Ja, ich bin vor dir. Ja, dann komme ich euch hinterher. Ordnen Sie auch direkt an. Alpha Kano. Ist das so? Mhm. Ich sehe ihn leuchten. Abgesehen von den ganzen normalen Kanos und Terrorvögeln, die herumlaufen. Ja, klar. So eine fiese Ecke. Wo ist denn unser Zapfhahn? Ganz hier hinten. Ah, da hinten. Ist Gallimimus hier vorbeigeflogen. Ist irgendwo runtergefallen. 20 Hertz, dankeschön. Das nennt man gerne. So, dann gucken wir uns mal um. Was haben wir hier alles? Ah ja. So, irgendwo hier müsste doch unsere Plattform sein. Neben diesen doppelten Wasserfällen. Ja, aber noch unten, ja. Gell? Ja, da ist er. Super. Da seid ihr. Gut. Ein Bett haben wir hier stehen, gell? Ja, ein Bett ist hier. Gut. Dann würde ich sagen, dann geben wir dem Bett auch die Chance, genutzt zu werden. Was hast du vor? Zu sterben. Genau, das ist es dann. So. Kann sein, dass wir ein bisschen die Küste entlang fliegen müssen, bis wir Bärchen sehen. Hier vorne habe ich keine gesehen. Wollen wir nicht ein Zähmgehege machen? Ja. Ah, wenn wir vielleicht ungefähr in der Nähe, wo wir jetzt sehen wollen. Oder wollen wir es hier unten? Okay, es schaut schon ungemütlich hier. Ich glaube, hier im Red Bull-Biom ist alles ungemütlich. Na, das kann natürlich sein. Kommt natürlich hier vorne. Ah, ich sehe du. Ist schon mal am Aufräumen. Ich versuche mich mit ihrem mit dem Alpha hier auseinanderzusetzen. Mhm. Ja, ich glaube, das ist auch das Paratze an dir. Ja, ich sehe es. Was hast du an dir? So ein Paraceratum. Die fette Giraffe. Es tut ihm auch weh, wenn du so über ihn redest. Ja, das sieht doch so aus.
So, mein Freund, komm her. Hier gibt's was auf die Ohren. Na, kommt ihr zwei Spackos. Ameisen. Warum, ich bin eine gute Beute. Wo will der hin? Willst du mehr surfen oder was? Dann kriegen wir aber keine Erfahrungspunkte drauf. Ich wäre froh, wenn der Alpha einfach sterben würde. Den wollte ich ja umbringen. Ja. Willst du ihn dann eventuell wieder an Land lassen? Der andere tot. Was? Der andere schon tot? Oh, sieht so aus. Ja. Sehr gut. Ja, das ist immer so eine Sache. So kommen wir aber schlecht ans Loot ran, weil ich euch. Ist er schon tot? Ich weiß nicht. Nee, er läuft. Also ich komme ja nochmal an Land. So ein blödes Vieh. Oh Mann, ist der so doof. Ja, ist schon der Honk. So ein bisschen, ja. Tiefseekano, super. Naja. Ich sag's mal andersrum. Dafür ist jetzt ein Zähmgehege frei. Wir brauchen nur noch, wenn wir einen Bären sehen, den greifen und dann reinschmeißen. So war der Plan. Ah, der Kano ist hier unten im Wasser. Komm raus, du Vieh. Pass auf, dass du nicht eintauchst. Auch das ist mit dem Quetzal nicht ganz so schlimm. Weil du stehst nur auf. Du fällst nicht ins Wasser. Also du fällst natürlich ins Wasser, wenn du weiterhin vorne weg läufst. Und der jetzt taucht, ist mir. Jetzt kommt er. Jetzt kommt er auf den Wasser. Oh, dann gehe ich besser mal. Jo, er ist aus dem Wasser. Immer auf die Kleinen. Oh, er schickt mich wieder zurück ins Wasser. Der Dummbeutel. Das ist doch ein Spacko. Blödes Vieh, du. So. Ich
gehe auf seine andere Seite. Ah, jetzt rennt er wieder ins Wasser, der Idiot. Oh, ich glaube, ich habe einen Bär gesehen. Ja, ich habe einen Bär gefunden. Hurra! Hurray! Ja. Level 95, weiblich. Oh, oh. Und da oben ist noch ein Bär. Das ist doch gut. Der andere ist Level 20, männlich. Das wäre doch hervorragend. Da müssten wir kippelmäßig für beide. Da bräuchte erstmal ein 10-Gehege. Ja, dann müssen wir erstmal hier den Alpha wegkriegen. Mhm. Das ist schon blutig. Boah, ist noch ein Kano da hinten. Terrorvogel, komm her. Hast du einen Orb? Jo. Ah, deswegen habe ich Level gekriegt. Sehr gut. Okay, gut. Jetzt habe ich Bramin ohne Ende, was man nicht verbrennen kann. Ja, ich auch. Ach, den da hast du angenockt. Der brauchen wir nur aus der Reichweite zu gehen. Beruhigen sich schnell wieder. Die scheiß Kugel. So, dann würde ich das 10-Gehege hier direkt am Strand machen, dass man sieht, wenn einer kommt. Ja, gute Idee. Oder? Ja, das ist schon Übersicht, ich denke, es ist erst. So, einmal, zweimal, ihr habt jetzt auch einen Skin bekommen für den Helm. Mhm. Müsstet ihr zumindest haben. Ja, hab einen, sehr schön. Ach. Ich bin zu langsam. Ich brauche aber wenigstens ein bisschen, dass ich 2x2 setzen kann. Da ist noch irgendwie Loot von einem übrig. Da steht eine Tasche. Noch in einem toten Tier. Ist auch eine Neuerung jetzt von letztens. Was denn? Dass die Tiere Loot-Taschen produzieren. Das heißt also, wenn was da ist, bleibt es auch nach dem Auffressen vorhanden. Ah. Dein Tier frisst es mit. Also das gibt es natürlich nach wie vor. Mhm. Die Möglichkeit, dass du das Zeug direkt aufnimmst.
So. Okay, wo sind die Bären? Ah, warte mal, jetzt ist gerade ein Rudel Terrorvögel von der Klippe gefallen. Erstmal weg machen. Wo ist hinten? Ja, da wo die Bären waren in der Nähe. Okay. Ich kann sie nicht greifen und wegschleppen, ne? Nee. Terrorbird schon. Also nicht. Ach da. Das ist die Tasche, die berühmte, von der wir eben gesprochen haben. Okay, da sind Knochen drin gewesen. Ja. Jo, oh Gott. Hier unten ist ein Bär. Ja, hier sind auch zwei, wo ich gerade stehe. Level 20 Männchen, das ist das eine. Mhm. Und hier ist das 95er Weibchen auch. Okay. Greif's dir und werf's gerade ein in den Käfig. Ich kann nicht. Ich kann nur gucken. Okay, probieren wir's. Mhm. Geradeaus weiter ist der Bär. Schnapp ihn dir. Ja, der da vorbeigeflogen. Ich hab einen Bär. Busman, zurück. Hier zu mir. Auf meiner linken Seite. Ich hab schon das 90er Weibchen. Ja, aber wir haben den anderen noch nicht. Ach so, weil sie beide gleich reinschmeißen. Ja, weil wundern nicht. Hat's. Okay. Du hast ihn, alles klar, okay. So, jetzt muss ich nur das Gehege treffen. Ja. Da drin? Nein, du hast ihn wieder aufgenommen. Jetzt ist es gut. Nein, hast ihn wieder aufgenommen. Hä? Okay. Du bist zu tief geflogen, musst ein bisschen mehr Abstand haben. Daneben geworfen. Oh Mann. Hm. Vielleicht sollten wir das nächste Mal das Gehege ein bisschen größer machen. Die sind doch ziemlich fett, die Bären. Einer ist sauber rein. Nein, du hast ihn wieder aufgenommen. Nein, der passt. Okay. Okay, so, einer fehlt noch. Hast du ihn? Aufgenommen, ja. So, jetzt musst du nur sie genau abwerfen. Bombenabwurf. Alles so einfach. Ein bisschen mehr rechts. Nee, flieg doch mal neu. Erst zu weit, ja. Und jetzt? Jetzt, ja. Nein, ist rausgeglitscht. Na, bin dir. Neuer Anflug. Jetzt. Oh? Ja, passt. Bar, okay, bar, beide drin. Beide drin. Volltreffer. Bären im Streichelzoo. Betäuben, wen zuerst? Moment. Ja,
Sieht auch alles ganz raubtierfrei aus zurzeit. Mhm, deswegen. Hier, den Level 20 oder was? Der fällt am ehesten. Ja, das Problem ist, wenn du den betäubst und der andere sozusagen angreift, dann haben wir einen Toten. Deswegen wollte ich den ein. Ja, am Strand entlang sind noch ein paar, kommen jetzt Kanos. Ich greife mir mal ein paar. Ich habe lieber ein totes Männchen Level 20 als ein totes Weibchen Level 90. Okay. Oh Mann, ja. Einer liegt? Nee, liegt doch nicht. Was machst du da eigentlich? Jetzt liegt er. Einnahme. Pass mal auf, Strandrichtung Klippe ist einiges an Raubtieren unterwegs. An dem großen Baumstumpf, der gefallen ist. Komm, Terrorvögel. Ah, ich hab Trank Darts. Und ich kann gucken, wie viel sie noch brauchen. Ah, aua! Ja, die sind weg. Azak. Mhm. Ich hab die Betäubungspfeile. Ja, mach doch. Ich hab ja auch nichts anderes. Ich hab Bolzen halt. Ja, und du bringst ihn gleich um. Ach Quatsch. Hau drauf mit den Drank Darts. So, jetzt will er abhauen. Gib's ihm. 121 Leben hat er noch. Ich würde ja, aufhören. Gib's ihm. Ich. Betäub ihn. Azrak, 121 Leben. Ich hör doch, was du sagst. Betäub ihn, wenn du Drank Darts hast. Mach. Der muss sich erst ein bisschen erholen. Gut. Okay, dann mache ich weiter. Das ist wieder auf um die 100. Hauptsache, er fällt bewusstlos um. Das ist das, was zählt. Nein. Ja, wenn er tot ist, ist es egal. Die Drank Darts machen nicht so viel Schaden. Schaden ist ja nicht das Problem. Na, jetzt müsste er es ja gleich haben. Viel fällt nicht. 82 sind wir jetzt. Ah ja, komm, dann knallen wir es auf dem Hintern. Irgendwann wird er umfallen.
Gut, erstmal alles friedlich wieder. So, jetzt ist er weg. Passt. Beide bewusstlos. Mann. Einmal frei. Ja, immerhin hat unser kleiner Quetzal hier einige Level gemacht in der ganzen Aktion. Ja. Okay. Das ist doch cool. Deswegen wollte ich unbedingt den Alpha haben, weil das gibt nämlich den ganz ordentlich. Ja, ich glaube, wir mindestens 5 Level von dem allein bekommen. Ja. Mehr. Das ist ziemlich heftig. Abgesehen davon, dass es für uns auch nicht schlecht ist. Ja. Ja, wunderbar. Da haben wir 2 Bären, die wir auch transportieren können. Das wunderbar. Ist doch super gelaufen. Ja, so das. Ja, für die erste Folge ist es doch jetzt ein prima Ergebnis. Ja. Gut, dann würde ich sagen, dann schaltet auch nächstes Mal wieder ein, wenn ihr sehen wollt, wie die bärige Angelegenheit ausgeht. Und bis dahin habt viel Spaß bei allem, was ihr tut. Und tschüss. Jo, mach's gut. Bis zum nächsten Mal. Aufnahme Ende.